Hallo Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Kapitel-Review, und zwar zu Gunsy Kapitel 48. Nun, dieses Kapitel startet anders, als man denken könnte oder vermutet hat, denn wir legen direkt mit der Freizeit los und sehen, wie Hanbi mit Saki bei sich und seinen Eltern da am Frühstückstisch sitzt und ja, die verbringen einfach eine gute Zeit. Das heißt also, wir sehen die restliche Punktevergabe gar nicht. Ist ein bisschen komisch, ich werde darauf später nochmal eingehen. Nun, wie gesagt, die frühstücken. Hanbis Mutter ist sehr erfreut, was für eine hübsche Frau Hanbi hat, weil Hanbi wird Saki, denke ich mal, direkt als seine zukünftige Frau vorgestellt haben. Und dann sehen wir noch, wie Hanbi und Saki auf dem Reisfeld arbeiten und da Reis anbauen. Die Eltern sind, denke ich mal, Reisbauern. Oharu kommt noch vorbei, die ist ebenfalls überrascht, dass Hanbi jetzt hier ja, eine Verlobte hat. Und dann gibt es noch später so eine, ja, ich will nicht sagen Sexszene, so eine wirklich sehr, sehr harmlose, ja, man kann sagen C4Work-Sexszene, aber es ist offensichtlich, dass sie Sex haben. Die gibt es noch zwischen Hanbi und Saki und ja, das war der Part mit denen. Danach wechselt es zum kleinen Dieb, der läuft munter durch die Gegend. Wir sehen auch kurz die Geschwister von diesem, die wundern sich, wo ihr Bruder wieder abgeblieben ist. Es ist nicht wirklich ersichtlich, ob du überhaupt nach Hause gekommen ist nach der Mission oder nicht. Und dann quasi wieder los, also wenn er nach Hause gekommen wäre, einfach wieder losgegangen ist, ohne was zu sagen, oder ob er gar nicht erst da wieder aufgetaucht ist. Das ist nicht offensichtlich. Nun, der kleine Dieb, der läuft durch die Straße, wird von so ein paar anderen Jugendlichen angemacht. Interessiert ihn aber gar nicht. Die ignoriert er. Jedenfalls kommt er auch bei den Typen vorbei. Und ich gehe stark davon aus, dass es die Typen sind, die ihn damals da totgeschlagen haben. Die sind natürlich mehr als überrascht, dass er sich da wieder hintraut. Scheinbar haben die nicht gedacht, dass er gestorben ist. Sie haben zwar seinen Kopf mehrmals da gegen diesen Stein getreten, aber ja, wirkt ein bisschen komisch, jedenfalls passt denen das natürlich nicht, dass der jetzt einfach da sich wieder dahin traut. Ich gehe mal davon aus, sie haben nur gedacht, die haben ihn vielleicht nur, keine Ahnung, bewusstlos geschlagen, aber nicht, dass er jetzt gestorben ist. Und einer dieser, ich weiß nicht, ob das Samurais sein sollen, also keine hochrangigen Samurais auf jeden Fall, vielleicht so Untersamurais oder wie man die nennen soll, der greift auch wieder den kleinen Dieb so an der Hand und sagt, hey, ja, was soll das? Doch der kleine Dieb, den interessiert das gar nicht und er schießt Laser aus seinen Augen und durchbohrt den Kopf von einem dieser Samurais, woraufhin der andere wütend und erschrocken zum kleinen Dieb schaut und auch gerade nicht weiß, was überhaupt passiert ist. Und damit endet das Kapitel auch. Das nächste Kapitel gibt es am 25.05. Ja, wie ich schon sagte, es hat sehr, sehr seltsam angefangen, weil die Punktvergabe war ja noch nicht vorbei. Denn, okay, man könnte sagen, die ganzen No-Names, dass man die jetzt nicht alle noch zeigt, okay. Aber der alte Mann, ich glaube, Aizuya, der hat ja einen Namen, der wurde einmal erwähnt, am Ende der ersten Mission, der hat ja in der zweiten Mission auch Aliens getötet, und zwar 3 Stück, das waren diese, da war halt sein Mini-Boss, kann man quasi sagen, während Hanbi gegen diese Statue auf dem Stier gekämpft hat. Und ja, jeder hatte da ja so seinen Gegner gehabt, da war noch ganz am Anfang von der Mission, hat er auch, der alte Mann, gegen diese 2 kleineren Statuen und gegen die größere gekämpft und hat diese 3 Aliens getötet. Das heißt, er müsste Punkte bekommen, aber die sehen wir nicht. Auch vom kleinen Dieb sehen wir nichts und das ist ja ein wichtiger Charakter. Also hätte mich zumindest gesagt, dass man diese Karikatur zeigt, damit man einmal eine Karikatur vor ihm hat und dann halt 0 Punkte. Aber auch das nicht. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man die ganzen No-Names da nicht unbedingt zeigt, die da überlebt haben, also die Geishas, das alte Ehepaar und die Kinder, die da noch sind. Aber dass man hier nicht mal mehr den alten Mann gezeigt hat, finde ich ein bisschen komisch. Hätte man das unbedingt so einen Sprung gewollt, hätte man den alten Mann doch auch irgendwie noch im letzten Kapitel mit einbringen können. Wäre sicherlich irgendwie machbar gewesen. Aber gut, okay. Es
geht hier direkt mit der Freizeit los. Es ist auch nicht wirklich ersichtlich, wie viele Tage bereits vergangen sind, weil Hanbis Mutter ist natürlich sehr überrascht über Saki. Ich denke aber, Hanbi wird Saki natürlich auf jeden Fall am nächsten Tag vorgestellt haben. Das heißt also, es kann auch noch nicht allzu viel Zeit vergangen sein. Auch so zwischen der Stelle mit Hanbi und die mit dem kleinen Dieb ist auch nicht wirklich klar, ob da jetzt ein paar Tage zwischenliegen oder nicht. Wieder von den Geschwistern vom kleinen Dieb gibt es auch nicht so wirklich Auskunft. Ja, aber da, ich denke mal, das wird vielleicht der gleiche Tag gewesen sein. Weil wieder Hanbi und Sakis Part endet ja mit dem Abend. Und dieser Sexszene, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und danach ist halt wieder hell und wir sehen den kleinen Dieb. Sonst, es war wirklich ein sehr ungewöhnliches Kapitel, weil vor allem die erste Hälfte ist typisches Slice of Life. Ein Slice of Life, was wir bei Gans noch nicht in dieser Form gesehen haben. Weil Gans ist hier überhaupt kein Thema und auch sonst gibt es keine wirklichen Probleme. Die arbeiten da munter auf dem Feld, essen zusammen, lachen viel und es wird wirklich viel gelacht in diesem Kapitel. Also auch Hanbi ist irgendwie ständig am Lachen, wirklich. Gut, es gibt diese eine Seite, ich glaube, da hat man tatsächlich dreimal das gleiche Gesicht benutzt, nur dass Hanbi einmal dieses Bauernkopftuch trägt, als er auf dem Reisfeld ist. Aber sonst ist es halt wirklich exakt das gleiche Gesicht. Ein anderer Punkt, der aufgefallen ist, ist Oharu, die wirklich auf zwei Seiten solche enormen Glubschaugen hat. Wo ich auch gefragt habe, was ist denn damit passiert? Was ist denn bitte schon mit Oharu passiert? Also solche Augen hatte die noch nie. Also das war wirklich ein bisschen komisch, muss ich da zugeben. Also hier unter der Zeichenziel, aber sonst vom Slice of Life Gehalt wirklich. Das hatten wir, wie gesagt, auch im Hauptmanga nicht. Nicht mal in G, nicht mal in ganz Minus. Und auch da gab es ja diese eine Stelle, wo Uki mit Akari in den Zoo geht. Aber selbst die war irgendwie auf ganz bezogen. Aber ich will dieses halbe Kapitel ist reines Slice of Life. Also wirklich, haben wir so bei ganz tatsächlich auch noch nicht gesehen. Gut, die zweite Hälfte ist mit dem kleinen Dieb. Andere Charaktere kommen in diesem Kapitel nicht vor. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist und die mich ja schon beim letzten Kapitel etwas verwundert hat, die zwei Kinder, um die sich die Prinzessin kümmert, die waren im letzten Kapitel nicht da. Wo sind die? Im letzten Mal habe ich ja noch gedacht, okay, in diesem Kapitel geht es mit der Punktevergabe weiter und vielleicht tauchen die dann einfach irgendwie noch auf. Und man hat sie im letzten Kapitel noch nicht gezeichnet aus, welchen Gründen auch immer. Die werden auch nicht bei diesem älteren Ehepaar rumhocken. Einmal die Kinder, die um die herumstehen, sehen nicht so aus wie die zwei Kinder. Und dazu hängen die immer bei der Prinzessin ab. Nur auch, das ist nicht der Fall gewesen. Sind diese zwei Kinder also dann doch noch irgendwie gestorben? Hat Kanon die dann doch noch irgendwie abgeknallt mit seinen Laserstrahlen? Weil der Kopf, der fliegt ja da so und schießt so die Laserstrahlen. Ist das passiert? Ich finde es halt nur interessant, weil die werden überhaupt nicht mehr erwähnt. Also, und weil die Prinzessin hat sich irgendwie um die gekümmert. Aber, sind jetzt irgendwie auch scheinbar aus der Welt. Also, das ist ein bisschen komisch. Vielleicht sind die beim nächsten Mal auch wieder im Raum. Kann auch sein. Und die wurden vergessen oder sind noch unwichtiger als die anderen No-Names. Wobei die Kinder sogar Namen haben. Die haben ja nach der ersten Mission sogar Punkte, also keine Punkte bekommen, aber sie haben halt 0 Punkte und sie haben sogar so eine Karikatur. Und sie haben ja auch recht lange durchgehalten, auch in der zweiten Mission. Also, vielleicht tauchen die per Zauberhand das nächste Mal wieder auf. Vielleicht sind die aber auch einfach irgendwann in der Mission gestorben. Das kann auch sein. Das müssen wir abwarten. Vom Glücksspieler haben wir nichts gesehen. Also wir wissen doch gar nicht, wie es jetzt mit dem ist und mit Ine, also seiner Freundin, also die er da freigekauft hat.
Und auch vom Rest haben wir noch nichts weiter gesehen. Gut, ich denke mal, den alten Mann, den werden wir außerhalb der Mission nicht beleuchten. Die Prinzessin, schwer zu sagen, weil die hatte ja auch nur eine Seite in der ersten Freizeit, wo sie halt wieder zurück in ihr Schloss kam. Mehr gab es da ja auch nicht. Masakichi, denke ich mal, wird noch was dann bekommen. Und wie gesagt, der Glücksspieler im nächsten Kapitel, also davon gehe ich jetzt mal aus. Auch zu diesem großen Brand, der ja stattfand, spricht auch keiner drüber. Also, ja, ein Kapitel hieß ja auch das große Feuer. Da war, bevor die zweite Mission losging, also wo sie schon im Raum waren, ist aber irgendwie auch völlig irrelevant. Und dieses große Feuer, das gab es ja wirklich in der Edo-Periode. Aber das scheint irgendwie, ja, also auch als der kleine Dieb da durch die Stadt geht, unterhält sich auch niemand über das Feuer. Was natürlich sein kann, ist, dass das nur so eine Kleinstadt ist, in welchem oder so ein kleiner Bezirk, und das Feuer halt in einer anderen Stadt stattgefunden hat und nicht in der, die wir bis jetzt immer gesehen haben. Gut, Hanbi und Co., die leben da auf dem Land. Aber ich habe gedacht, die nächstliegende Stadt ist die mit dem Feuer gewesen. Oder gibt es hier halt wirklich nur diesen einen Tempel mit Gans, und alle umliegenden Dörfer kommen halt dann auch dahin. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, das Feuer war in Tokio. Und dass alle umliegenden Dörfer dann halt auch zu diesem Team zählen. Ob wir darauf eine Antwort bekommen, ich denke mal nicht. Ja, sonst wie gesagt ein wirkliches Slice-of-Life-Kapitel. Der kleine Dieb ist schon so ein bisschen, wie es mir vorgeschlagen hat, der wird jetzt, denke ich mal, allerhand ja, Schabernack, wenn man so will, machen. Ich bin mal gespannt, wie er zu seinen Geschwistern ist, ob er die besser behandelt oder nicht, falls er da überhaupt wieder aufgetaucht ist. Ich bin auch mal gespannt, ob wir nochmal so ein Kapitel, beziehungsweise vielleicht ein paar Seiten nochmal mit Hanbi und Saki bekommen. Darauf würde ich allerdings nicht wetten. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt erstmal so ein bisschen mehr Freizeitkapitel bekommen. Also nicht hier wieder, dass das die erste Freizeit, die war zwei Kapitel lang. Die war zwei Kapitel lang und im dritten Kapitel der Freizeit waren die am Ende schon wieder im Raum. Es wäre also schön, wenn wir vielleicht zumindest drei oder vier Kapitel reine Freizeit bekommen würden. Oder zumindest dann drei Kapitel Freizeit und im vierten Kapitel dann wieder zurück in den Raum. Es kann aber natürlich auch sein, keine Ahnung, dass am Ende vom nächsten Kapitel der Transfer wieder losgeht. Auch das kann natürlich sein. Wie gesagt, ganz ehrlich, bis jetzt immer sehr, sehr überrascht. Aber es wäre natürlich noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen was von anderen Charakteren zu sehen. Wie gesagt, die Prinzessin, mal so ein bisschen. Wie jetzt so halbe war bis jetzt immer gut. Wie gesagt, das Kapitel mit dem Glücksspieler damals, das war zu viel, muss ich einfach sagen. Der hatte ja ein ganzes Kapitel für sich. Aber so halbe, keine Ahnung, nächstes Kapitel Glücksspieler die Hälfte und die Hälfte Prinzessin. Oder sagen wir es so, wenn man für die Prinzessin nicht viel erzählen will, dann ja, machen wir, keine Ahnung, halbes Kapitel Glücksspieler. Gut, das nächste Kapitel geht, denke ich mir, erst mit dem kleinen Dieb weiter. Also, keine Ahnung, kleiner Dieb ein paar Seiten, dann Glücksspieler und wenn dann noch irgendwie eine Seite über ist, vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei Seiten Prinzessin oder sowas. Oder wir machen es kleiner Dieb, Prinzessin und den Rest dann Glücksspieler. Dass man das dann irgendwie so aufteilt, wie gesagt, vom alten Mann, denke ich mal, sehr werden wir nichts sehen. Ich selbst denke auch, dass wir von Hanbi und Saki nichts mehr sehen werden. Wobei ich mir das sehr wünschen würde, dass wir die auch nochmal, dass sie auch nochmal so ein halbes weiteres Freizeitkapitel bekommen. Auch was mit Oharu ist, soll Oharu irgendwie noch einen größeren Zweck erfüllen. Oharu ist überrascht. Ich hatte aber tatsächlich ein bisschen gedacht, dass wenn Oharu auf Saki trifft, dass Oharu so ein bisschen eifersüchtig vielleicht sogar wird. Weil es bei ihr halt ja nicht so wirklich läuft. Masakichi scheint sie auch nicht viel für sie zu interessieren, beziehungsweise sie macht ja auch gar keinen Versuch, sich an Masakichi ranzumachen. Haben die sich überhaupt jemals gesehen? Gut, der lebt da zwar in der Nähe, vielleicht sind sie sich mal begegnet, aber ich glaube, Masakichi kennt sie auch gar nicht. Und es ist also so ein bisschen angedeutet worden, dass Masakichi und die Prinzessin, dass da vielleicht irgendwas laufen könnte. Schon
Und einmal natürlich, weil die am Anfang der ersten Mission viel zusammen waren und auch, dass Masakichi doch ja schon recht wütend war, als die Prinzessin dann von Kanon verletzt wurde. Ja, müssen wir mal abwarten, ob Oharu noch eine Rolle bekommt und natürlich auch, ob wir neue Charaktere bekommen. Denn auch das kann natürlich sein, dass wir weitere neue Charaktere kennenlernen, die in den Raum in der nächsten Mission kommen. Wo ich mir allerdings recht sicher bin, ist, dass wir nichts von den No-Names sehen werden. Also die, die überlebt haben, die jetzt 0 Punkte bekommen haben, von denen werden wir höchstwahrscheinlich nichts sehen. Ich denke mal, die werden auch einfach nur so Kanonenfutter für die nächste Mission sein. Und ja, vielleicht bekommen wir noch den einen oder anderen neuen Charakter eingeführt. Aber wenn, bitte kein komplettes Kapitel für den verschwenden, solange wir die anderen Charaktere noch nicht gut genug kennen. Und ja, müssen wir abwarten. War auf jeden Fall wirklich wieder ein sehr gutes Kapitel und ein sehr interessantes und ein bisschen seltsames Kapitel. Wie immer, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich mal sagen, mehr wenn ihr mich wiederseht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.